Mit dem Ranking finden Sie die passenden Qualitätsaktien für Ihr Depot noch einfacher. Hierfür definieren Sie zunächst das Ranking entsprechend Ihrer Anlagestrategie. Ziehen Sie den Schieberegler für das jeweilige Kriterium so weit nach rechts, bis der Wert Ihren Ansprüchen genügt. Sobald Sie die linke Maustaste loslassen, ist das Kriterium aktiv und verändert sich in der Spalte Ranking im Screener der Score einer jeden Aktie. Der Score reicht von 0 bis 100, wobei 100 bedeutet, dass jedes Kriterium im Ranking zu 100% erfüllt ist. Sortieren Sie absteigend nach der Spalte Ranking, um die Aktie mit dem höchsten Ranking ganz oben angezeigt zu bekommen. Gehen Sie beim Festlegen der Kriterien gerne anspruchsvoll vor, denn das Ranking ermittelt für jede Aktie einen Score. Je schwieriger es ist, die maximale Punktzahl von 100 zu erreichen, desto mehr repräsentiert ein hoher Score auch hohe Qualität. Über den Button Anlegen legen Sie ein neues Ranking an. Sie können so viele Rankings anlegen, wie Sie möchten. Zudem gibt es drei öffentliche Rankings, die die drei geläufigen Anlagestrategien abbilden. Im Reiter Ranking sehen Sie die Zielerreichung pro Kriterium, sodass Sie die Berechnung des Scores für jede Aktie transparent nachvollziehen können. Eine Besonderheit gibt es bei dem Kriterium der Dividendenrendite. Ist dieses Kriterium aktiv und schüttet das Unternehmen keine Dividende aus, so erhält das Ranking unabhängig von der Zielerreichung der anderen Kriterien einen Wert von 0. Hintergrund ist, dass Aktien ohne Dividende für Dividendeninvestoren uninteressant sind.